Wir würden dann vorne. Ich soll in die Mitte? Ja, bitte. Wo soll ich hin? Hallo? Ja. Für Sie. Ja, Bundespräsident, auf dem Bildschirm sehen Sie jetzt unsere Angehörigen der Einsatzkontingente aus MINUSMA, den größten Einsatz. Das sind die Kameraden, die ein bisschen verschwommen, die Kameradinnen, die ein wenig verschwommen sind. Rechts auf der Seite, Sie werden sie sehen, wenn sie zugeschaltet sind, sind sie ein bisschen besser aus. Das liegt an den Bandbreiten. Vertreten hier durch eine Auswahl aus dem Kontingent einerseits einen Offizier. Vielleicht mal kurz die Hand heben, Herr Oberleutnant Körig. Da ist er, Zugführer der Objektschutzkompanie. Aus dem Bereich der Unteroffiziere, unser Oberstaffel Breuer. Mit einer besonderen Funktion als TV. Feldwebel ohne ihn, keine Verbindung. Und wir haben die Frau Oberstaffelgefreite Böhme. Einmal in der Mitte, jawohl. Stabsdienstsoldatin und gleichzeitig Angehörige der Zelle Truppenpsychologie. Dann aus dem Mittelmeerraum zugeschaltet, aber nicht im U-Boot, haben wir die Repräsentanten der U-35, unserer Operation im Mittelmeer, Irini, der EU. Sie sehen dort den ihm bekannten Brigadenkapitän Kerschalt, den Kommandanten des U-Boots. Und dann sehen wir zwei Unteroffiziere, und ich muss sagen, ich habe die Vita ja gelesen, besonderer Art. Beide sind Oberbootsmann und beide sind aufgrund ihrer besonderen technischen Fähigkeiten Obermarken, nicht Oberbootsmann, Obermarken, Entschuldigung, Obermarken, und aufgrund ihrer technischen Fähigkeiten sind sie beide Berufssoldaten, was eine Besonderheit darstellt. Und für unseren Beitrag der Beobachter, Sie haben sie eben gesehen, aus dem Bereich UNMISS, haben wir den Kameraden Oberst Janke auf dem großen Bildschirm derzeit zu sehen. Er führt die Militärbeobachter aus 52 Nationen in UNMISS. Und wir haben zwei Militärbeobachter dabei. Einerseits den Major Kessler, den sehen Sie rechts. Und dann die Frau Oberleutnant Pfeiffer, unser Militärbeobachterin. Und schließlich haben wir unseren Beitrag aus dem Bereich der Landes- und Bundesverteidigung, hier der Bundesverteidigung, unsere Repräsentanten aus der EFP Battle Group in Litauen, angeführt durch den Kommandeur der eigentlichen Battle Group, den Kameraden Maulbecker. Er führt eigentlich die Battle Group, die aus rund 1500 Soldaten sechs Nationen besteht. Er hat mitgebracht einen Kompaniefeldwebel, den Oberstabsfeldwebel Schulte. Jawohl, besser. Und einen Mannschaftsdienstgrad. Aus dem Bereich der Aufklärungskompanie, der Bediener ist auf dem Aufklärungspanzer Fennec, den Kameraden Thyssen. Herr Thyssen, haben wir ihn an? Da ist er. Prima. Herr Bundespräsident. Ja, ein herzlicher Gruß zunächst in alle Einsatzgebiete. Ich freue mich, dass wir nach der zweijährigen Pandemie auf diese Weise wieder in Kontakt kommen und miteinander sprechen können, hier von Potsdam aus, und wir haben gerade, meine Frau und ich, haben gerade ein Gespräch mit Angehörigen und Familien der im Auslandseinsatz befindlichen Soldaten gehabt, auch von denen einen herzlichen Gruß an Sie. Ihr Auslandseinsatz findet unter besonderen Bedingungen statt, Bedingungen, die wir uns in den letzten 10 Jahren schon kaum noch haben vorstellen können oder wollen. Herr Posten. Tisch! Achtung, Präsent! Tipp! Die Augen! Nix! So. Alles gut. Kann ich aber da?
Herzlichen Dank. Und Ihnen auch schön dabei. Ja, danke schön. Das wollen wir nicht vergessen. Jawohl. Ihnen auch schöne Weine. Komm, wir rahmen sie ein. Dann muss die Dame aber hier hin. Ja. Danke. Thank you.